Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute was ganz Besonderes. Wir sind heute bei Hokovit. Zu meiner Rechten sitzt Herr Dr. Neumeier, Experte für Tierernährung. Sie wurden mir vorgestellt von Alexander Hoffmann als eine der führenden Kapazitäten auf dem Gebiet der Rinderernährung. Sie sind als Berater tätig für die Firma Hokovit. Und wie Sie ja wissen, arbeiten wir mittlerweile seit über 10 Jahren mit Hokovit zusammen. Und eines der großen Themen, was wir in die Koi-Welt eingeführt haben, waren die Mikronährstoffe. Was war Ihr Werdegang? Wie wird man Experte für Tierernährung? Was ist Ihr Alltag? Ich habe Tierarzt studiert in Wien. Bin dann in die freie Praxis gegangen, bin zurückgegangen an die Universität in Wien und habe an der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie mich mit dem Genitale und der Fortpflanzung von Säugetieren beschäftigt. Bin nach 5 Jahren zurückgegangen in die freie Praxis, habe meine eigene Praxis gegründet, war dort 20 Jahre lang tätig in Neukirch am Großenediger. Das ist im Süden von Österreich, im Bundesland Salzburg, ein Almgebiet mit durchschnittlich 7 Kühen. Pro Herde. Das ging also von 1 bis 40. Also nicht nur Kleinst, sondern Ministrukturen weltweit gesehen. Habe dort 20 Jahre lang meine Praxis gehabt und hatte 2 Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Rinder oder Wiederkäuer. Und der zweite Schwerpunkt war ein Milchlabor. Wir haben uns also mit Bakteriologie auseinandergesetzt. Meine Gattin ist auch Tierärztin und hat zu dem Zeitpunkt die Kleintiere gemacht. Okay. Irgendwann einmal ist diese Praxis nicht mehr so spannend geworden, weil man für sehr wenige Krankheiten eine sehr lange Ausbildung hat. Ich habe sehr viel Fortbildung gemacht und bin irgendwann einmal in den Mitte der 1990er Jahre mit amerikanischem Gedankengut in Verbindung gekommen, habe mich nach Amerika begeben, war sehr oft dann in Amerika, habe viel gelernt in Amerika und habe 2000 mir überlegt, dass ich eigentlich mehr in die Beratung gehen möchte, also in die kurative Tätigkeit. Also ich wollte nicht mehr derjenige sein, der die Spritze verwendet, sondern irgendwie verhindern, dass jemand die Spritze verwendet. Davon war es nicht mehr sehr weit, dass ich verstanden habe, dass ein Milchviehbetrieb kein Hobby ist, sondern dass das etwas ist, wo wir hoffentlich Menschen haben, die Tiere lieben, aber gleichzeitig eine Familie ernähren müssen, dass es also einen ökonomischen Hintergrund gibt, der mir, sagen wir mal, entfernt war, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe mich dann entschlossen, noch einmal zurückzugehen an die Uni, bin in einer berufsbegleitenden Ausbildung am Management Center in Innsbruck gewesen und habe Betriebswirtschaft mit 2 Schwerpunkten gehabt, das ist General Management und Marketing. Okay. Und wie ich 2004 mit meiner Diplomarbeit geendet habe, war für mich die Entscheidung klar, ich möchte nicht mehr kurativ tätig sein, sondern möchte in die Beratung gehen und habe von einem Tag auf dem anderen meine Praxis meinen Assistenten übergeben. Schlicht und ergreifend, in Österreich können sie eine Praxis nicht verkaufen. Das heißt, ich bin nach 22 Jahren wieder dort gestanden, wo ich 22 Jahre vorher war, nämlich bei der Situation, lasst uns etwas ganz Neues aufbauen. Meine Umwelt, mein Freundeskreis waren einigermaßen schockiert. Eine gut gehende tierärztliche Praxis, wovon immerhin 4 Tierärzte gelebt haben, plötzlich aufzugeben und dann zu behaupten, ich möchte von der Beratung leben, ohne Medikamente und ohne Futtermittel zu verkaufen. Das erschien vielen utopisch und illusorisch. Und im Endeffekt ist es dann die letzten 23 Jahre doch sehr gut gegangen. Ich wollte nie in irgendeinen Kontext mit der Industrie kommen. Es ist mir zwar klar, dass wir ohne Industrie nicht leben können. Die Industrie stellt uns das zur Verfügung, mit dem wir dann unser Geld verdienen. Das muss auch irgendwann einmal deutlich gesagt werden, dass das also nicht nur darum geht, da will irgendjemand mein Geld, sondern ich bekomme ja auch etwas dafür. Ich wollte also nie mit der Industrie in näheren Kontakt kommen um meine Unabhängigkeit. Sie wollten sich nicht kaufen lassen. Sagen wir mal so, ich glaube, dass das zu positiv formuliert ist. Ich wollte meine Unabhängigkeit bewahren. Und Sie wissen, es ist immer eine Frage des Preises.
Und diese Unabhängigkeit konnte ich mir bewahren. Und ich konnte das Leben führen, das ich mir gewünscht habe. Und ich konnte dann meiner neuen Familie auch das Leben bieten, davon ich mich mir gewünscht habe, dass ich das kann. Und vor ungefähr 3 Jahren kam dann einmal ein Anruf, und es war wirklich ein Anruf, und da kam der Herr Hoffmann und hat gesagt, wir machen Micronutrients, hätten Sie nicht Interesse? Nein, nicht. Und aus irgendwelchen Gründen war das Auftreten vom Herrn Hoffmann derartig, dass ich zumindest einmal gesagt habe, lassen Sie uns doch darüber reden. Und über dieses Reden bin ich in die Materie ein bisschen reingekommen. Ich habe gesehen, als ich die Website mir angeschaut habe, als ich Unterlagen von Herrn Hoffmann bekommen habe, dass da sehr, sehr viele Dinge passieren in dieser Firma, die meinem Grundgedanken sehr nahe kommen. Und dieser Grundgedanken ist mit der neuen Beratertätigkeit weggekommen von einer Therapie in die Richtung, es gibt ein Vorbild, das wir nicht verbessern können, und das ist die Natur. Das heißt, wann immer der Mensch die Natur genutzt hat, war das positiv. Wann immer der Mensch versucht hat, die Natur zu verbessern, ist es normalerweise ziemlich schief gegangen. Und dieser Step Back, dieser Schritt zurück, zu sagen, vergiss das, was in den Lehrbüchern steht momentan einmal, setz dich mal hin und überleg dir selber, wie macht die Natur das? Und dann zurückzugehen und zu sagen, was schreiben die Lehrbücher, wie könnten wir das Ganze in ein Bild bringen? Und irgendwo hatte ich das Gefühl, dass vor allem der Hoffmann Senior in dem Aufbau mit den Micronutrients diesen gleichen Gedankengang gegangen ist. Vielleicht nicht in der Art und Weise, ich möchte Natur kopieren, aber doch gesagt hat, ich möchte jetzt mal schauen, was passiert denn da? Und vor ungefähr 10, 12 Jahren bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Mikrobiom konfrontiert worden. Das war, würden Sie in wenigen einfachen Worten sagen, was ist ein Mikrobiom? Einstein. In solchen Fällen immer Einstein zitieren. Erkläre etwas so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Das heißt, Mikrobiom einfach zu erklären, geht an der Komplexität dieses faszinierenden Themas vorbei. Mikrobiom ist schlicht und ergreifend Biodiversität, vor der wir Angst haben. Wenn Sie das so blasphemisch formulieren wollen. Warum, vor dem wir Angst haben? Weil es sich um Bakterien handelt. Und wir Menschen haben nun einmal eine Phobie, eine Angst vor Bakterien. Das stimmt. Dass wir alle nur deshalb überleben, weil einige Milliarden dieser Individuen in uns eine Arbeit verrichten, die wir nicht verrichten können. Diese gesamte Umwelt nur aus einer Biodiversität, die vor allen Dingen auch aus Einzellern und Bakterien besteht, lebenswert und lebensfähig macht, das wollen wir nicht so sehr verstehen. Aber Mikrobiom ist eigentlich eine Biodiversität von diversen Mikroorganismen, die irgendwelche Dinge erledigen in der Natur. Das heißt, wir können heute das Mikrobiom eigentlich für alles definieren. Wir können sagen, das Darmmikrobiom, das Hautmikrobiom, auch auf unserer Haut leben Bakterien und diverse Mikroorganismen. Und diese Gemeinschaftlichkeit nennt man Mikrobiom. Okay, und wenn wir schon bei der einfachen Definition und Erklärung von den Grundbegriffen sind, Micronutrients, Mikronährstoffe, das ist ein Begriff, der viel und wenig sagt. Unsere Kunden, unsere Zuschauer, die kennen Makronährstoffe, ja, das wissen wir beim Futter, das Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Mikronährstoffe glauben viele wahrscheinlich, dass es diese, ja, Mineralstoffe, Vitamine und alles, was in Mikro- oder Milligrammanteilen im Futter drin ist. Aber was sind Mikronährstoffe? Was tun Mikronährstoffe? Und warum ist die Stabilisierung der Darmgesundheit durch Mikronährstoffe für die Gesundheit und für alles, was das Tier angeht, so wichtig? Sie haben 3 Sätze. Spaß. Ja, wenn wir das so genau wüssten. Diese Mikronährstoffe sind ja im Grund ein Grundprinzip der Medizin seit Jahrhunderten. Alles basiert auf Pflanzen. Dass wir heute ein Penicillin haben, basiert auf irgendwelchen Pilzen. Das heißt, die moderne Medizin basiert nach wie vor auf Pflanzenmedizin. Dass wir heute vieles synthetisieren können, ist eine ganz andere Frage. So.
Und jetzt ist immer die Frage, dass, wenn Sie einzelne Nährstoffe verwenden, dann werden die aufgenommen. Aber damit sie aufgenommen werden können, muss also ein Mikrobiom wirklich gut funktionieren. Und dieses Mikrobiom, das Darmmikrobiom zum Beispiel. Es muss gut funktionieren und es muss eine gute Interaktion mit dem gesamten restlichen Organismus haben. Denn dieses Darmmikrobiom wiederum beeinflusst das rundherum. Bedenken Sie immer, wenn Sie einfach einmal ins Internet gehen, googeln, ist nicht immer gut, Dr. Google zu nehmen, aber gehen Sie unter Google, geben Sie Mikrobiom ein und Sie werden sehen, wie viele Millionen Treffer Sie finden. Ich habe eine Dokumentation gesehen, da ging es ums Darmmikrobiom bei Menschen und dass es 1,6 Kilo geschätzt wiegt und dass es zum Beispiel Depressionen auslösen kann bei Menschen. Das ist eben genau das Faszinierende an der Geschichte. Dass wir wissen ja schon immer, dass es ein zweites Gehirn gibt. Oder sagen wir seit 1980, seit dieses Buch entstanden ist, der Darm, das zweite Gehirn, ist das ja so eine Frage. Und die Frage ist immer die, in unserer Vorstellung steuert das Gehirn. In einer asiatischen Philosophie sitzt die Seele wo? Im Darm. Und wenn Sie an unsere Sprichworte denken, Liebe geht durch den Magen, es ist ihm etwas über die Leber gelaufen, vielleicht auch ein bisschen vulgär, er scheißt sich an vor Angst. Alle diese Dinge zeigen ja ganz deutlich, dass wir wissen, dass da drinnen sich irgendetwas abspielt, das auf die Kugel da oben ziemlich viel Einfluss hat. Und dass die Kugel da oben auf das da unten auch ziemlich viel Einfluss hat. Das heißt, diese Interaktion, diese Darm-Hirn-Achse, die kommt heute erst ins Bewusstsein der westlichen Welt. In der asiatischen Philosophie war das vielleicht schon viel, viel früher. Und wenn Sie diese Interaktionen sehen und wie Sie sagen, wir nehmen heute an, Depressionen, Mikrobiomproblem, bestimmte Darmerkrankungen, die vor allen Dingen unsere Frauen betreffen, Dickdarmerkrankungen, Mikrobiom, dass Leute Allergien haben, dass Leute nicht so fit sind, Mikrobiom. Alle diese Dinge werden uns heute bewusst. Und lassen Sie mich noch einmal auf meinen eigentlichen Beruf zurückkommen. Ich habe 1980 mein Studium beendet. 1977 ist das erste Hormon auf den Markt gekommen, das man also auch kommerziell nutzen konnte. 1978 die ersten wirklich billigen Antibiotika. Das heißt, ich gehöre zur Generation Hormon und Antibiotikum. Wir waren der Überzeugung, wir haben die Welt gewonnen. Es kann uns nichts mehr passieren. Die Fruchtbarkeit haben wir im Griff, wir haben Hormone. Infektionskrankheiten gibt es nicht mehr, haben Antibiotika. 43 Jahre später, am Ende meiner Karriere, habe ich wieder einen Bruch. Wir kommen plötzlich zu dem Schluss, Antibiotika, ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Allein das Wort Hormon führt dazu, dass die Mehrzahl meiner Konsumenten nie mehr Milch kaufen würden, würden sie auch nur den Gedanken dran haben, dass da Hormone drinnen sind. Ich nehme an, dass das bei Ihnen in der Fischzucht ja nicht anders ist. Exakt das Gleiche. Sie haben das Problem, dass Sie über die große Masse, die Sie in einer Aquakultur halten müssen, natürlicherweise enormen Stress auf diese Tiere ausüben. Dieser Stress führt wiederum dazu, dass Sie irgendetwas tun müssen, damit diese Tiere nicht krank werden. Da Sie aber eine gute Medizin haben, wissen Sie, dass das bakterielle oder vielleicht auch virale oder Pilzinfektionen sind. Und Sie versuchen dagegen anzukämpfen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, heute in der Fischzucht sicherlich genauso wie in der unter Anführungszeichen normalen landwirtschaftlichen Praxis, brauchen wir das alles? Und warum haben wir es gebraucht? Und was steht ganz oben? Plötzlich reden wir von Stress. Nicht mehr vom gestressten Manager, der eine Zigarette nach der anderen rauchen muss, sondern wir beginnen plötzlich Umweltstress zu haben, sozialen Stress zu haben. Und alle diese Stressoren wirken sich worauf aus? Gesundheit. Auf das Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom müssen wir also schützen wie unseren Augapfel. Und heute bin ich der festen Überzeugung, dass wir viele der Dinge, die wir medizinisch gesehen haben, seit 40 Jahren innerhalb kurzer Zeit über Bord werfen werden und ganz anders denken. Lassen Sie mich noch mal ein bisschen komisch werden. In jungen Jahren habe auch ich gerne Fernsehen.
Und da gab es eine Serie, die hat geheißen Raumschiff Enterprise. Oh ja, das kennen wir alle. Können Sie sich vorstellen? Und jeder von uns hatte doch irgendeinen Hero da drin. Und bei mir war es nicht Captain Kirk und auch nicht Spock oder sonst jemand, sondern mich hat immer dieser Dr. McCoy fasziniert. Pille. Und schauen Sie sich diese Folgen an. Sie werden sehen, der macht sich einmal pro Folge lustig über die Medizin des 20. Jahrhunderts. Aber genau das ist meine Medizin. Und ich hoffe und ich sehe es, dass wir anfangen werden, uns über das, was wir vor 40 Jahren gedacht haben, das richtig ist, lustig machen. Weil wir plötzlich begreifen, dass Dinge ganz anders laufen. Und jetzt sind wir am Anfang unseres Gespräches. Als ich zum ersten Mal mit den Gedanken dann vom Herrn Hoffmann Senior in Kontakt getreten bin, mit seiner Idee von Micronutrients und auch mit seiner Idee, dass das nicht ein Micronutrient sein kann, sondern dass das eine Komposition sein muss, so wie eine Symphonie von Beethoven. Da geht es nicht darum, dass die Oboe richtig bläst. Die muss schon richtig blasen. Aber das wird alles erst in diesem Gesamtbild eines Orchesters wirklich sichtbar, hörbar. Aber jetzt muss ich kurz einhaken. Sie haben eingangs gesagt, das ist ein komplexes Thema und wir wissen es eigentlich noch gar nicht, wie es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Aber wie hat Herr Hoffmann Senior, wie konnte er diese komplexen Mikronährstoffe überhaupt entwickeln, wenn wir gar nicht wissen, wie es funktioniert? Oder ist es Trial and Error, Versuch und Irrtum? Erstens einmal ist es Trial and Error, aber Sie können es natürlich auch wissenschaftlich richtig ausdrücken, es ist Empirie. Das heißt, schlicht und ergreifend, tu etwas und beobachte es. Und das hat er einfach so in so viele Jahre gemacht? Das muss in der Art und Weise gehen. Ja, das war ja ein Druck. Überlegen Sie sich, in der Firma sind zum ersten Mal Schweine antibiotikafrei aufgezogen worden. Zu der Zeit, vor 40 Jahren, ein Unding. Wir haben Antibiotika gebraucht, wir haben Fütterungsantibiotika gebraucht, wir haben Zinkoxid gebraucht, ich weiß nicht was alles. Und da kam plötzlich jemand und sagt, das braucht man nicht unbedingt. Und hat das dann auch bewiesen. Hat aber relativ schnell begriffen, dass etwas gut zu machen, aber es sich nicht schützen zu lassen, ziemlich schwierig wird. Denn als man gesehen hat, das Ding funktioniert, was ist dann passiert? Dann sind 10 andere aufgesprungen, dann ist es darum gegangen, wer macht es noch um 10 Rappen billiger? Und man war aus dem Geschäft draußen. Und Herr Hoffmann hat aus der Situation gelernt. Er hat beobachtet und er hat geschwiegen. Er hat beobachtet, er hat die Dosierungen verändert, er hat die Zusammensetzungen verändert, er hat versucht zu begreifen, gibt es einen Mikronährstoff? Natürlich gibt es einen Mikronährstoff. Nehmen Sie Oregano. Aber das ist es nicht. Es ist wiederum wie in der Natur. Und gehen Sie das Beispiel zurück zum Konzert. Können Sie erklären, warum eine Symphonie von Beethoven für uns faszinierend ist? Und Sie können dann sagen, ja, das ist wieder so einer, der klassische Musik macht. Können Sie mir erklären, warum manche Stücke von Iron Maiden auf die Mehrzahl der Menschen eine ganz bestimmte Stimmung erzeugen? Nein. Aber würden Sie nur eines der Instrumente herausnehmen, würde die Stimmung gar nicht da sein. Und genau diese Situation ist da. Und dieses Abstimmen, dieses Abgleichen, denjenigen, der dort sitzt und jetzt dann noch schaut, welchen Bass muss ich herausholen, genau diese Situation hat der Hoffmann Senior über viele Versuche gemacht, hat sich's angeschaut, hat geschaut, wie geht das, dann hat er seine eigenen Herden gehabt, hat gemessen, hat gewogen und ist dann immer mehr zu Schlüssen gekommen. Und es freut mich besonders, wenn ich den Herrn Hoffmann heute in einem meiner Vorträge sitzen habe und er dann zu mir kommt und sagt, schön, wie Sie das erklärt haben. Wirklich schön, wie Sie das erklärt haben. Und das ist genau das, was ich gefühlt habe. Wir kommen immer näher daran zu verstehen, dass wir diese Micronutrients brauchen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie sie tatsächlich wirken. Man muss sich hinten hier vorstellen, eine Kuh steht auf der Weide, frisst Gras den ganzen Tag und dann nimmt die auf normale Weise auch ganz viele Mikronährstoffe zu sich. Durch
die Aufnahme verschiedener Kräuter, verschiedener Pflanzen, durch die Verarbeitung, durchs Mikrobiom. Und jetzt einfach ausgedrückt könnte ich jetzt sagen, wenn ich eine eingestellte Kuh ernähre und Hoffmanns Mikronährstoffe der Nahrung zufüge, dass ich im Prinzip dann auf irgendeine Art und Weise die Wiese, die natürliche Wiese, imitiere? Nein, eben genau nicht. In der natürlichen Wiese haben Sie das, was für die Kuh das Wichtigste ist. Das ist gleich. Jeden Tag alles gleich. Die Kuh mag keine Änderungen. Wenn sie bestellt, dann bestellt sie einen Salat mit den und den grünen Blättern dabei und bitte links oben unbedingt das Petersilienblättchen und nicht rechts unten. Eine Kuh ist darauf, dass immer alles gleich ist. Warum? Weil sie ein riesiges Mikrobiom in ihrem Pansen hat und dieses Mikrobiom in sich nur stabil sein kann, wenn es permanent gleich gefüttert wird. So, und jetzt kommen wir. Wir wollen ja, dass diese Kuh im Endeffekt das Gleiche tut wie in der Natur, aber wir müssen es etwas effizienter gestalten, schlicht und ergreifend, weil wir nicht mehr die halbe Schweiz niederreißen können, damit unsere Kühe grasen können. Das heißt, wir fangen an, jetzt bestimmte andere Dinge noch zuzufüttern. Unser Futter wird bunter, wenn Sie so wollen. Das ist aber nicht das, was die Kuh will. Und durch das, dass wir dieses buntere System haben, dass wir eben den besseren Zuwachs haben, dass wir die höhere Milchleistung haben, dass wir leider eine schlechtere Fruchtbarkeit haben vielleicht, aber trotz allem, dass wir alle diese Dinge immer effizienter haben wollen, belasten wir das System. Das sollten wir einfach ehrlicherweise sagen. Und diese Systembelastung, die müssen wir abfangen. Und da sind diese Mikronährstoffe dann dazu da, um diese Systembelastung zu stabilisieren und dem System diese Flexibilität zu geben, dass es eben mit unseren Möglichkeiten auch noch fertig wird. Sie sagen, eine Kuh mag keine Veränderung in der Ernährung. Ja. Dass das Darmmikrobiom am stabilsten ist, wenn das Petersilienblättchen immer rechts oben liegt. Lassen Sie mich da kurz unterbrechen. Primär ist es bei meiner Kuh der Pansen. Also primär ist es dieser Vormagen, den wir stabil halten müssen. Erst sekundär geht es bei uns um den Darm. Haben wir zumindest bisher geglaubt. Ob wir in 5 Jahren das Gleiche noch sagen, weiß ich nicht. Aber derzeit ist unser Fokus vor allen Dingen in dieser Pansen. Okay. Wie glauben Sie, könnte es beim Fisch sein? Wie halten wir beim Fisch das? Wir sind jetzt im Prinzip fragentechnisch schon auf der letzten Seite, aber das andere arbeiten wir gleich ab. Ist der Fisch auch eher so geprägt, dass wir das Darmmikrobiom möglichst stabil halten können, wenn wir die Futtersorte nicht wechseln, wenn wir die Tuschur durchfüttern? Weil wir wissen ja immer, von unseren Kunden hören wir, neue Kunden, sie bestellen Futter, dann geben sie das, füttern sie das, entweder die Fische fressen es nicht oder sie fressen es und geben erstmal Unmengen an Kot ab oder sie sind verhalten, irgendwas passiert. Und jede Veränderung, und das sieht man ja, und das ist jetzt mal interessant, das alles mit Darmmikrobiom in Verbindung zu bringen. Klar, das Mikrobiom wird plötzlich anders ernährt, bekommt andere Stoffe und muss sich wieder darauf einstellen. Das ist ja wahrscheinlich die große Herausforderung bei einer Futterumstellung. Würden Sie jetzt unseren Zuschauern empfehlen, füttert einmal Number One, füttert immer Number One, einmal Nummer 3 so lang wie möglich oder man macht irgendwann mal ein Upgrade? Sollte man Futtersorten dann vielleicht gar nicht wechseln? Gehen wir nochmal zur Einstellung. Einfach? Nein, kein Wechsel. Ein bisschen weiter gedacht, müssen Sie 2 Dinge in Betracht ziehen. Würden Sie wirklich jeden Tag gerne Schnitzel mit Reis und das Petersilienblättchen links oben 4-mal am Tag bekommen, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr? Ich glaube, Sie sprechen mit einem der wenigen Menschen, der das tatsächlich kann. Und in ähnlicher Form auch schon praktiziert hat. Normalerweise lieben wir die Veränderung. Aber was sagen uns unsere Freunde aus der Humanmedizin? Das, was wir so toll diese Veränderung nennen, belastet unser System ziemlich stark. Kennt jeder. Auf der anderen Seite sagen wir ja auch, dass eine unausgewogene Ernährung, Leute, die nur Fleisch essen, Leute, die nur Pflanzen essen, ganz egal, unausgewogen ernährt sind, was auch keine gute Idee ist. Das heißt, wir haben diesen Gedanken von uns Menschen im Kopf,
Wir würden gerne in der Früh, zum Mittag und am Abend etwas anderes haben und jeden Tag in der Woche wieder etwas anderes. Die Situation ist aber bei unseren Nutztieren, und der Fisch mag ein Nutztier sein, beziehungsweise mag auch ein Ziertier sein, nichtsdestotrotz ist das ja anders. Da versuchen wir ja, eine Nährstoffzusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die ihm alles das zur Verfügung stellt, damit er sich gut entwickeln kann. Wiederum, so haben wir das primär gesehen, heute sagen wir, damit das Mikrobiom an den diversen Darmabschnitten stabil bleibt und damit die beste Ausnutzung der Nährstoffe erreichen kann. Wenn Sie die beste Ausnutzung der Nährstoffe haben, dann haben Sie zwei Effekte. Auf der einen Seite den Effekt, den Sie sich wünschen, nämlich der Effekt, mit der gleichen Menge an Futter habe ich einen besseren Zuwachs, habe ich ein vitaleres Tier, habe ich vielleicht auch ein farbenprächtigeres Tier. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich argumentiere es häufig bei meinen Kunden, wenn sie mich fragen, wir haben Condition Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, was sich im Preis deutlich unterscheidet. Und ich sage, wenn Sie Nummer 1 richtig füttern, richtig einsetzen, so wie wir es empfehlen, kann es mitunter günstiger sein als die Nummer 2 oder die Nummer 3, weil die Futterverwertung entsprechend besser ist. Wir können mit dem Gleichen einfach mehr erreichen und belasten gleichzeitig das System ungleich weniger. Das ist ein Argument, wenn ich nicht versuche, in dem Fall die Physik zu betrügen. Das ist das, was derzeit in der landwirtschaftlichen Praxis, sowohl bei Ihnen in Deutschland, als auch bei mir in Österreich, als auch in der Schweiz passiert. Wir müssen unsere Kühe nicht mehr füttern, denn die Milch wird ja produziert. Wir müssen uns klar sein, alles, was wir sehen, ist eine Ausnutzung, eine Umsetzung von Nährstoffen. Wenn ich keine Nährstoffe zur Verfügung stelle, kann nichts passieren. Dann werde ich das nicht haben. Das heißt, wenn Sie ein Futter füttern, Nummer 1, sich aber eine bestimmte Leistung erwarten, die aus diesem Futter nicht erwachsen kann, rein physikalisch, weil nicht genügend Nährstoffe drinnen sind, dann werden Sie keinen Erfolg haben. Wenn Sie das Futter haben, das für Ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse Ihrer Fische passt, dann werden Sie mit einem hochwertigeren nicht das erreichen, was Sie wollen. Und da sind wir, jetzt sind wir bei der Betriebswirtschaft. Das ist Controlling. Controlling, das sind nicht die Erbsenzähler. Controlling, das sind die, die sagen, das Marketing hat einen Punkt vorgegeben und dieses Schiff sollte an diesem Punkt ankommen. Es nutzt mir nichts, wenn das Schiff 3 Meter weiter links ankommt oder 7 Kilometer weiter rechts. Ich habe hier meine Mole und da muss es anlegen. Und die gleiche Situation haben Sie da. Wenn Sie ein Ziel haben, dann haben Sie ein bestimmtes Futter. Und dann haben Sie das Futter, das passt. Dann zu sagen, ich möchte ein, ich will nicht sagen minderwertigeres, aber nährstoffärmeres und möchte das gleiche Ziel erreichen, oder ich habe ein nährstoffreicheres und ich möchte das gleiche Ziel erreichen, dann werden Sie nicht dorthin kommen. Wenn Sie also ein Ziel haben, das Sie erreichen wollen und auch definiert haben, dann haben Sie das passende Futter und dann wäre die entscheidende Situation bei allen Systemen. Ein System läuft dann am besten, wenn es voll ausgenutzt ist oder sagen wir mal eine 95-prozentige Kapazität erreicht und wenn es möglichst nicht verändert wird. Weil jede Veränderung führt dazu, dass das System nicht mehr wie geschmiert läuft. Und jetzt für unser Mikrobiom wiederum, denken Sie immer daran, wenn Sie eine Biodiversität haben, dann geht es ja nicht darum, dass wir da Bakterien haben, sondern diese Bakterien erzeugen irgendetwas. Wir sagen dazu Metaboliten, Stoffwechselprodukte. Diese Stoffwechselprodukte wiederum werden von entweder anderen Bakterien verwendet oder sie werden direkt in den Magen, über den Magen-Darm-Trakt, über den Magen-Magenwand dann aufgenommen und dem Stoffwechsel zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben Sie diese Metaboliten, die dazu führen, dass die eine Nische vielleicht etwas supprimiert, also unterdrückt wird und eine andere Nische stark gefördert wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, so etwas geht jeden Tag anders. Dann beginnt dieses System nicht eine glatte Oberfläche zu haben und schön, dann beginnt es Wellen zu schlagen. Und irgendwann einmal wird aus dieser Welle dann die überschwappende Welle. Und genau das müssen wir verhindern. Wir brauchen diese glatte Oberfläche und nicht
Diese Welle und schon gar nicht diese Welle. So erkläre ich meinen Kunden und Zuschauern fast jeden Tag die Koi-Haltung. Die Kunst ist in stabilen Verhältnissen und dann fühlt sich genau der Koi wohl, dann kann er wachsen, dann ist er gesund. Ja? Und meine Beobachtung über viele Jahre ist, nur wirklich gesunde Tiere können Leistung bringen und können auch wachsen. Das ist ja immer diese Grundvoraussetzung. Ja, aber ihr treibt ja unsere Tiere. Sie ihre Kreuz, ich meine Kühe, ganz egal. Ihr treibt ja. Und das macht krank. Das ist ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen das durchsichtige Wasser, wir brauchen den richtigen pH-Wert, wir brauchen die richtige Temperatur, egal welche Parameter Sie nennen. Und dann werden die Tiere besser wachsen und gleichzeitig sagen Sie, weil sie besser wachsen, sind sie krank. Das geht nicht. Das heißt, das stimmt. Gutes Argument. Unser gesamtes Ziel heißt immer das gesündeste Tier. Es geht nicht um das schnellste Wachstum. Es geht nicht primär um die schönste Färbung. Es geht primär um das gesündeste Tier. Denn das gesündeste Tier wird alles das bringen, was ich mir wünsche. Das gute Wachstum, die schöne Färbung, die Langlebigkeit, alle diese Dinge werden da sein. Wird über die Gabe von Mikronährstoffen auch die Langlebigkeit beeinflusst? Ihrer Meinung nach? Es gibt da sicherlich keine Studien dazu. Nur mal, garantiert ja, Beweis nein. Warum garantiert ja? Wir müssen wieder ein bisschen zurückgehen. Sie haben alle schon gehört von irgend so etwas wie einem Intervallfasten. Sie haben also einen Zeitraum von irgendetwas, 8 bis 10 Stunden, in denen Sie Nahrung zu sich nehmen und demnach haben Sie einen restlichen Zeitraum, wo Sie keine Nahrung zu sich nehmen. Und alle Studien zeigen uns, dass das den gesünderen Menschen gibt, dass das die gesündere Fettstruktur gibt, dass das den gesünderen Muskel gibt. Und die Frage ist dann immer, warum? Wir bestehen aus Zellen. Alles. Und diese Zellen altern. Und zwar schneller als wir. Das heißt, diese Zellen müssen ersetzt werden. Darmzellen viel, viel schneller als Knochenzellen. Aber alles muss ersetzt werden, immer wieder ersetzt werden. Und wenn wir permanent Nahrung zu uns nehmen als Menschen, dann haben wir das Problem, dass wir permanent Stoffwechselvorgänge haben und diese Zellerneuerung relativ schwierig wird. Zellerneuerung bedarf für den Menschen jetzt einer gewissen Ruhephase. Das ist bei landwirtschaftlichen Nutztieren und bei Tieren offensichtlich ganz etwas anderes. Aber wir brauchen also Zellerneuerung. Mikronährstoffe scheinen ziemlich deutlich die Zellteilungsrate, also die Zellerneuerung, zu verbessern. Wenn ich also diese Situation habe, dass ich mehr Zellen zur Verfügung habe, die ich ersetzen kann, dann habe ich natürlicherweise gleichzeitig einen permanenten Verjüngungseffekt. Die Frage dann, schaffen wir es irgendwann einmal die ewige Jugend zu beachten? Ich hoffe nicht. Aber dieses Intervallfasten und diese Mikronährstoffe führen zu einem regelmäßigen Verjüngung der Situation. Und damit müssten rein nach meinem Verständnis die Mikronährstoffe die Langlebigkeit fördern. So, und jetzt ist die Frage, ist ein altes Tier immer der Wunsch? Nicht immer. Ich denke mir, wir müssen es neu definieren. Die Gesundheit muss bedeuten, dass unsere Tiere alt werden können. Nicht, dass sie per se alt werden müssen. Weil unter Umständen ist es ja so, und da sind wir halt anders als bei Menschen, dass wir sagen, ich möchte auch eine andere Genetik, eine Verbesserung der Genetik haben. Das alles können wir ja heute machen. Das heißt aber gleichzeitig, dass es irgendwann einmal ein ultimatives Ende gibt. Und dieses ultimative Ende nicht wie beim Menschen ist, zu dem Zeitpunkt, als man nur noch gepflegt wird, als man nur noch getragen wird, sondern auch der Fisch muss seine Leistung noch bringen, die ich von ihm erwarte, und dann muss er ersetzt werden. Aber ich möchte gerne haben, dass diese Fische so alt wie möglich werden können. Nicht, dass sie zwangsläufig müssen. Und das ist dieser Hintergrund von dieser erhöhten Zellteilungsrate über Micronutrients. Wir haben jetzt die Stabilisierung des Darmmikrobioms. Mhm.
Jetzt haben Sie den Punkt der vereinfachten Zellteilung, was durchaus einen Verjüngungseffekt mit sich bringen kann, mit ins Spiel gebracht. Welche Wirkmechanismen kennen wir noch mit Mikronährstoffen? Mikronährstoffe scheinen sich vor allen Dingen auf Entzündungsgeschehen zu stürzen, wenn Sie so wollen. Wenn Sie heute nochmal Google befragen, sollte man nicht immer, aber manchmal ist es ganz spannend, und einfach einmal den Ausdruck Leaky Gut eingeben. Ich bin nicht ganz sicher, ob... Durchlässiger Darm. Ob Sie diesen Ausdruck medizinisch schon mal gehört haben, ob Sie als Zuschauer das schon mal gehört haben, geben Sie es einfach ein. Und dann werden Sie tief Luft holen, wie viele Treffer Sie haben. Leaky Gut ist heute das Thema. Okay. Und es ist, wie ich gelesen habe, auch in der Fischzucht das Thema mittlerweile geworden. Also wenn Sie in die hohe Wissenschaft hineingehen, dann geht es darum, dass wir eines übersehen. Zwischen dem Mund, egal ob beim Fisch oder beim warmblütigen Lebewesen. Vom Mund bis zum After, also Enddarm beim Fisch, haben wir ein Rohr. Und dieses Rohr ist was? Ist das Innenwelt oder Außenwelt? Dieses Rohr ist Außenwelt. Ja. Und in dem Rohr... Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt, das ist Außenwelt. Und in dem Rohr ist alles drinnen, was sie umbringen kann. Was würden Sie jetzt mit diesem Rohr machen? Sie würden höchstwahrscheinlich das stabilste Rohr, das dickste Rohr bauen, das Sie haben. Was hat die Natur gemacht? Sie hat das dünnste mögliche Rohr gebaut. Das ist eine einzige Zellschicht, die das Innenleben vom Außenleben trennt. Wenn Sie unsere Haut nehmen, dann sind das 4 Zellschichten. Die äußerste ist noch dazu verhornt. Im Fisch haben sie dann noch die Schuppen teilweise. Das ist sicher wie vor Nox. Aber diese eine Zellschicht muss dieses, sagen wir mal, Teufelszeug davon abhalten, da hineinzukommen und gleichzeitig dieses Teufelszeug so gut zu, sagen wir mal, in sich zu bergen, dass es alles das tut, was wir brauchen, damit wir überleben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Und wir haben jetzt kein Bildmaterial, aber Sie müssen sich vorstellen, da steht eine Zelle neben der anderen und diese Zellen werden verbunden. Man nennt das Tight Junctions. Sie können sich auch vorstellen, wir in Österreich sagen dazu Mauerklempfen. Sie haben das alle schon einmal gesehen, wenn Sie auf einer Baustelle sind, 2 Hölzer müssen zusammengehalten werden, dann haben Sie dazu so ein metallenes Ding, das in die beiden Hölzer hineingehen, diese Klampfen. Ah ja, genau. Das, ja. Und genauso funktioniert das. Diese Tight Junctions sind extrem fest. Und dann passiert irgendetwas. Und was passiert, haben wir gerade gesagt, Stress. Das Wasser wird zu warm. Sie haben um 2% zu viel Fische in ihrem Becken. Aus irgendwelchen Gründen hat jemand gestern vergessen zu füttern. Aus irgendjemanden Gründen hat gestern jemand 3-mal so viel gefüttert, als er sollte. Alles das bedeutet Stress. Und diese Stressoren führen dann dazu, dass diese Tight Junctions an ganz bestimmten Stellen ein bisschen aufgehen. Und dann kommen Bakterien, die den Moment nutzen und jetzt zwischen den Zellen in ihr Innenleben vordringen. Und jetzt überlegen Sie sich nur, Sie würden das konstruieren. Also Sie haben ein ganz dünnes Rohr gebaut, das Sie versucht haben, so dicht wie möglich zu machen, aber Sie wissen, da könnte es durchgehen. Was werden Sie jetzt rund um Ihr Rohr machen? Sie werden versuchen, das zu isolieren, oder? Denken Sie immer dran, wenn Sie irgendwelche Leitungen haben, die Gase enthalten, die durch einen Raum führen. Da wird alles Mögliche noch herumgewickelt. Was hat die Natur gemacht? Sie hat 70% unseres Immunsystems bei allen Tierarten genau rund um diesen Darm platziert. Das heißt, 70% unseres Immunsystems ist rund um den Darm. So, jetzt überlegen Sie, was das heißt. Da kommt also ein bisschen etwas an Bakterien da heraus. Das ist dann der Blutstrom. Da gibt es dann diese berühmten Botenstoffe, Zytokine. Die sagen dann, hey, da ist jemand, der gehört nicht her. Jetzt kann das Immunsystem mir irgendwelche Elite-Trupps schicken, die jetzt helfen, genau mit diesen Bakterien fertig zu werden, weil mein Spätrupp bereits erkannt hat, das sind diese Bakterien.
Die kommen jetzt, die wandern aktiv aus dem Blutbahn aus. Wiederum, wenn sie ins Internet gehen wollen und einmal sahen wollen, dann können sie dann sagen, Migration von weißen Blutkörperchen, dann werden sie das sehen. Das kann man sehen, die gehen aktiv, drücken die Wände unserer Blutgefäße auseinander und gehen da aktiv dazwischen durch, damit sie in das Unterhautbindegewebe kommen und in das ganze Gewebe kommen. Und die bekämpfen dann die Bakterien. Klingt wie ein Computerspiel. Wahnsinn. Klingt nicht wie ein Computerspiel, ist ein Computerspiel. Vor allen Dingen aber ist es eine Kriegsführung, von der selbst moderne Militärs noch viel lernen können. In dieser Immunität haben sie alles. Von Schützengräben über Elitetrupps, über Spähtrupps, über Spezialeinheiten, die irgendetwas klären müssen, bis zu der Situation, dass sie sagen, wir müssen bestimmte Gebiete aufgeben, wir müssen die isolieren, damit nichts weiteres passiert. Alles das, was wir in der modernen Kriegsführung haben, können sie verflixt genau aus dem Immunsystem lernen. So, jetzt ist aber ein Problem. Dieses Immunsystem ist nicht for free. Das kostet was. Das ist Computerspiel. Ja, aber überlegen Sie sich, was wir derzeit ausgeben, weil irgendjemand auf die Idee kommt, der müsste im 21. Jahrhundert noch Krieg führen. Diese Kosten sind, der Kriegsfonds sind enorm, aber diese Kosten sind auch für den Organismus mit seiner Immunität enorm. Ich kann es Ihnen nicht für Fische sagen. Gibt es garantiert auch Parameter, die ich nicht weiß. Aber bei meinem Wiederkäuer zum Beispiel können wir sagen, dass ein milder Leaky Gut, mild, ungefähr 2 Kilogramm Glukose am Tag kostet. Unsere Kuh braucht 70 Gramm Glukose für 1 Liter Milch. Oh. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt, um dann auszurechnen, rund Nährstoffe für 30 Liter Milch, damit wir einen Leaky Gut halbwegs ausgleichen können. Beim Schwein haben wir eine andere Zahl, 30 Kilo Läufer, braucht ungefähr 5,8 bis 6 Megajoule Nell. Das ist das Gegengewicht von ungefähr 1,5 Kilogramm Körpermasse. Nur um diesen Leaky Gut auszugleichen. Und was machen jetzt die Mikronährstoffe mit dem Leaky Gut? Diese Mikronährstoffe scheinen uns zu helfen, dass wir diese Tight Junctions wirklich stabil halten, beziehungsweise sie scheinen uns auch dabei zu helfen, dass wir nicht gar so viel Energie brauchen zur Abwehr. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie natürlicherweise für diese Abwehr nicht so viel Nährstoffe brauchen, dann haben Sie alle diese Dinge, die Sie mit den Micronutrients sehen. Plötzlich wird Ihre Nährstoffverwertung besser. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Nährstoffe besser verwertet werden, aber Sie brauchen schlicht und ergreifend diese Nährstoffe nicht für was anderes und können es jetzt zu Ihrem Körperzuwachs nehmen. Also immer die Frage, wie wird die zugeführte Energie am Ende im Körper verteilt und wofür steht es zur Verfügung? Und diese Micronutrients scheinen uns zu helfen, all diese Dinge zu modulieren und zu stabilisieren. Und das ist eben diese Situation, wo Sie dann sehen, wir haben eine bessere Futterverwertung. Kann man sagen, ich habe einen Rindenkalb und ich ziehe das mit und ohne Mikronährstoffe groß, dass wenn ich sage, ich fütter dem jetzt sein Grundfutter jeden Tag, keine Ahnung, was ein Kalb frisst, 10 Kilogramm, wenn ich den 10 Kilogramm Mikronährstoffe zugebe, dass es schneller wächst, dass es schneller... Natürlich, das sehen wir auch. Das kann man wirklich sehen. Das kann man sehen, das kann man messen, das ist überhaupt keine Frage. Und das ist deutlich? Da es messbar ist, ja. Die Frage ist, die Frage ist dann immer, was man sich erwartet. Das überlegen Sie einfach mal... Wenn Sie sagen, wir haben eine Tageszunahme, jetzt nehmen wir mal eine Tageszunahme an von 800 Gramm, dann sind 880 Gramm Tageszunahme 10% mehr. Das ist sind 80 Gramm für Sie viel? Immer eine Frage dessen, wie Sie die Relation sehen. Für mich ist es sehr viel. Ja, also wir können tatsächlich sehen, andere Frage, wenn wir diese Nährstoffe besser ausnutzen können, werden wir dann mehr oder weniger Kot haben? Weniger. Aber jetzt eine andere Frage. Wir wissen ja, beim Mensch überschüssige Energie sorgt mitunter auch zu Fett oder kann als Ergebnis die Fettleibigkeit zur Folge haben. Kann ich mit Mikronährstoffen dann nicht vielleicht auch genau den Effekt erzielen, dass die Tiere verfetten? Nein, mit Bestimmtheit nicht. Warum nicht? Aus einem ganz einfachen Grund. Denn wir reden ja von einer an sich optimierten Ernährung. Ich überfüttere diese Tiere ja nicht. Weil ich ja genau das nicht erreichen möchte. Ich möchte ja kein kompensatorisches Wachstum. Ich möchte ja, dass das System in sich besser wächst. Also das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass wir eine vernünftige Ernährung machen. Überlegen Sie sich, gehen Sie wieder zurück zum Menschen.
Ich habe immer mein Problem mit bestimmten Kampfestruppen, die dann bestimmte Marken so ins Visier nehmen. Und ich denke mir immer, McDonald's ist mein bestes Beispiel. Wenn ich meinen Burger esse und dazu ein Mineralwasser trinke, dann werde ich dadurch sicherlich nicht fettleibige Kinder erzeugen. Wenn ich aber meinen XXL Big Mac esse und dazu ein Doppelliter Cola trinke und dann noch nicht eine kleine Portion Pommes frites, sondern eine XXL Portion Pommes frites in mich hineinpampfe, dann werde ich schlicht und ergreifend überfettet werden und ich werde mein Fett überall anlagern, wo es nicht sein sollte und ich werde garantiert meine Gesundheit negativ beeinflussen. Also gehen wir davon aus, dass derjenige, der arbeitet, eine vernünftige Arbeit macht. Das müssen wir schon sagen. Und wenn wir dann Micronutrients dazugeben, dann sehen wir, dass unter den gleichen Bedingungen die Ergebnisse deutlich besser sind. Das ist der Trick. Also nochmal, das ist keine Magic Bullet, das ist keine goldene Kugel, die mir hilft, Dummheiten auszugleichen. Sie hilft mir vielleicht, dass die Ergebnisse der Dummheiten nicht ganz so arg sind. Fehlerverzeihender. Aber das ist nichts, was mir auch nichts, was mir mein Management verändert. Wenn ich meinen Teich überbesetze, dann werde ich auch mit Micronutrients schlicht und ergreifend, weil der soziale Stress derartig groß wird, dass das System nicht mehr funktioniert. Sie haben eingangs gesagt, gerade in der Landwirtschaft, Sie haben sich das angeschaut vor 30 Jahren, 40, 20 Jahren, Einsatz, Medikamente etc. Das hat ja stark nachgelassen, der Medikamenteneinsatz, weil es auch ganz anders reguliert wurde gesetzlich. Aber trotzdem werden Medikamente noch eingesetzt. Kann man sagen, dass ein Bauer, ein Viehzüchter, konsequent mit Mikronährstoffen arbeitet und nach dem HOCOVID-System vorgeht, dass er komplett auf den Einsatz von Medikamenten verzichten kann? Nein, davon bin ich überzeugt. Das werden wir insofern nicht schaffen, als wir immer wieder mal Situationen haben werden, die in der freien Natur schlicht und ergreifend zum Tod führen. Es wird Infektionskrankheiten geben. Wir haben gerade eine Pandemie erlebt. Es wird unangenehme Situationen geben, dass man über Stress, der es jetzt dazu kommt, weil es ein starkes Gewitter gegeben hat, weil Kriebelmücken da sind oder sonst etwas, Verletzungen hat, die dann geheilt werden müssen. Nein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine prophylaktischen Medikamente mehr brauchen. Ah, Herr Neumeier, und wie ist es mit den Parasiten? Die Parasitenlast, die wir haben, ist ja auch wiederum eine Folge von einem Nicht-Kopieren der Natur und eine Folge dessen, dass wir die Natur vielleicht auch gar nicht mehr kopieren können, weil wir ein paar Menschen zu viel da haben, die ich persönlich in der Hierarchie höher setze als Tiere. Das heißt, wir haben Prioritäten für den Menschen und müssen damit bestimmte Dinge für Tiere verkleinern. Und wenn wir verkleinerte Flächen haben, werden wir mit Parasitosen kämpfen. Und dann werden wir unter Umständen mit Parasiten arbeiten müssen. Aber Sie wissen, dass wir ja lange Zeit Medikamente eingesetzt haben in der Parasitenbekämpfung bei allen Spezies, die über 90 Tage, über 100 Tage wirken. Haben aber nicht bedacht, dass es noch ein Mikrobiom außerhalb des Tieres gibt. Wenn ich jetzt einem Tier irgendetwas füttere, dass man meine Parasiten abtreibt, das aber 90 Tage wirksam ist, dann habe ich das ja natürlich auch im Kot. Wenn ich aber ein antiparasitisches Mittel habe, im Kot, dann werden plötzlich bei mir die Fliegen, bei ihnen Mikroorganismen aus der Aquatik, nicht mehr diesen Kot richtig abbauen können. Wir haben zuerst über die Filter gesprochen. Ja. In dem Moment, wo ich also da Antiparasitika hineingebe, habe ich eine Folge davon, dass diese Dinge dann nicht mehr abgebaut werden können und dann nicht mehr in den Kreislauf zurückkommen. Das sind Dinge, die wir erst heute beachten. Und von diesen Medikamenten, so toll sie sind, versuchen, möglichst Abstand zu halten und nur noch Dinge verwenden, die sehr, sehr kurzfristig sind, wo wir auch hoffen, dass der Impact, die Auswirkung auf die Natur anders ist. Und das ist in der Teichwirtschaft garantiert noch viel, viel wichtiger als bei uns. Denn Sie haben ja zwei Mikrobiome, das im und das außerhalb vom Fisch. Und Sie haben aber eine deutlich stärkere Interaktion der Mikrobiome
als wir sie beim Tier, das auf terrestrischen, also am Land lebt. Mhm. Jetzt will ich nicht sagen, dass unsere Umwelt uninteressant ist. Mhm. Die hat größten Einfluss auf unsere Tiere, aber sie haben sicherlich in der Aquatik einen deutlich größeren Einfluss aufeinander. Das ist mein größter Erkenntnisgewinn heute ist dieses Verständnis. Ich erkläre häufig Mikrobiom, Umwelt, blablabla, mhm. Heterotrophie gegen Autotrophie. Mhm. Was sind die idealen Filter? Wie kümmere ich mich optimal um die Umwelt? Ich sage immer, in einer gesunden Umwelt hilft sich und heilt sich der Koi von selbst. Ist ja schlussendlich nichts anderes, was Sie auch sagen. Und sage auch immer, wir brauchen eine hohe Biodiversität in unserem Mikrobiom. Deshalb Filter, wo vielleicht auch der Kot erstmal drin bleibt, weil er die Nährstoffgrundlage für viele, viele Mikroorganismen bietet, die dann auch wieder sehr positive Dienste tun. Das war mein großer Erkenntnisgewinn heute. Jetzt haben wir aber, und Sie haben jetzt gerade einen schönen Vergleich gebracht, wir sind im Aquatischen unterwegs, Sie sind eigentlich mit Rindern und sonstigen Nutztieren auf dem Land unterwegs. Inwieweit können wir das, was wir aus dem Zusammenspiel Mikronährstoffe, Darmflora, von Landlebewesen, von Säugetieren wissen, inwieweit glauben Sie, können wir das auf Fische anwenden? So viel man heute sieht, ist da kein dramatischer Unterschied. Sie haben nur einen Unterschied, der mir zu denken gibt, aber nur mir. Sie haben ja einen anderen Aufbau des Magen-Darm-Systems als im terrestrischen Tier. Sie haben diesen Vorderdarm, alles immer gleich, Mund, Speiseröhre, bei uns Magen. Und dann haben Sie gerade in den karpfenähnlichen Tieren ja diesen Muskelschlauch, den Sie bei anderen Zahnfischen haben und bei Raubfischen noch haben, den haben Sie ja nicht. Das heißt, dort wird nicht nur die Nahrung zerkleinert, sondern dort haben Sie auch noch eine Barriere. Sie haben die Pepsinausschüttung damit die Eiweiße bereits vor angebrochen werden, aber Sie haben gleichzeitig auch die Ausschüttung von Salzsäure, die uns helfen, dass bestimmte Mikroorganismen gar nicht erst in unser System eindringen können. Und das ist natürlicherweise in Ihrer Situation jetzt, wo wir keinen vorgeschalteten Magen haben, der diese Enzyme bzw. diese Säure sezernieren kann, eine Schwachstelle. Das heißt, also ist der Karpfen eigentlich anfälliger für die Infektion oder für die Intoxikation mit gewissen Stoffen von außen wie andere Tiere? Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Ich nehme an, dass die große Wissenschaft das so erklären würde. Und damit haben Sie ja eine zweifache Situation. Sie müssen dem Tier diese Umwelt, in der sie ja so mehr verhaftet ist als wir, bieten, weil ja alles, was an Nahrung kommt und im Endeffekt auch alles das, was an Sauerstoff kommt, aus diesem Wasser durch das System durchgezogen werden muss. Im Übrigen, es gibt auch in der Lunge und in den Kiemen ein Mikrobiom. Da muss es durchgezogen werden. Und deshalb werden Sie ein viel, viel stabileres Mikrobiom brauchen, damit es mit diesen Herausforderungen aus dem Wasser besser fertig wird, wenn wir kein vorgeschaltetes, jetzt Immunsystem haben, das uns schon einmal eine gewisse Last wegnimmt. Und für mich ist immer die Schlussfolgerung daraus gewesen, dass Sie in der Koi-Fütterung garantiert viel, viel präziser arbeiten müssen und auch viel, viel überlegter arbeiten müssen, weil dem System ein Schutzring fehlt. Und deshalb werden Sie garantiert, wo wir noch sagen, die Kuh hat Hitzestress, aber damit wird sie schon noch fertig werden, werden Sie garantiert sich mit all diesen Dingen wie Temperatur, Durchsichtigkeit des Wassers, Floating der Dinge, die da sind, vielleicht auch mit der Struktur Ihres Futters, vor allen Dingen aber mit der leichten Verdaulichkeit auseinandersetzen müssen und mit dieser enormen Stabilität dieses Mikrobioms, damit es mit diesen Herausforderungen, die garantiert in jedem Wasser hin und wieder vorkommen, leichter fertig wird oder vielleicht überhaupt fertig wird. Das ist immer so die ganz große Frage. Ein paar kurze Fragen noch zum Ende, war aber sehr, sehr interessant. Würden Sie heute ein Tier noch ernähren ohne Mikronährstoffe? Nein. Egal, ob Sie ein Haustier, ob Sie egal was? Ich bin, egal was. Das einfach von der Überlegung her,
Wir leben natürlich in zwei verschiedenen Welten, muss man einfach sagen. Meines ist die Nutztierwelt. Das heißt, die Welt, wo ich, wie schon gesagt, hoffe, dass mein Besitzer Tierliebhaber ist. Sie hoffen, dass Ihr Besitzer ein Fischliebhaber ist. Das muss aber eine ökonomische Basis haben. Wenn wir aber dann in die Situation gehen der Haustiere, dann haben wir eine ganz andere Situation. Dieses Haustier ist heute, ob sie es gut finden oder nicht, teilweise Mitglied einer Familie. Teilweise genauso wichtig wie jedes Familienmitglied. Und da haben wir natürlich dann Situationen, die ganz anders gelagert sind. Mein Haustier muss alt werden, nicht alt werden können. Wir sind heute bereit, jede Pflege einem Haustier gedeihen zu lassen. Egal, ob das ein Pferd ist, ob das ein Hund ist, ob das eine Katze ist. Das heißt, da werden wir in einer ganz anderen Situation argumentieren müssen für die Micronutrients. Da haben wir also tatsächlich dann diese verjüngende Wirkung, diese Wirkung, dass das System mir länger die Freude bereitet, die ich mir als Mensch wünsche. Wenn Sie zu den Nutztieren gehen, geht es darum, dass wir, auch wenn man das so ungern hört, eine Effizienz brauchen, damit wir alles erreichen. Wir müssen irgendetwas um die 9 Milliarden Menschen ernähren. Und ich denke mir, dass wir das viel zu wenig verstehen, dass es darum geht, dass diese Menschen eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben sollten, wie wir sie haben. Und wir haben gute Voraussetzungen, weil wir unsere Kinder gut ernähren können. Und wenn Sie heute einen Film sehen, wenn da irgendein Kind in Afrika mit so einem Kopf und so einem Bauch herumläuft oder auch so dünn ist, dann klingt das so toll. Ja, und die sind noch natürlich. Ja, aber sie haben natürlicherweise bereits einen Nachteil mit dem Staat bekommen. Das heißt, für Jungtiere sind für meine Begriffe Micronutrients unumgänglich. Und ich denke mir, wir werden das Gleiche auch sehen in der Humanmedizin. Und ich bin ganz sicher, dass Sie immer mehr dieser Micronutrients sehen werden in der Babyernährung. Und dann kommt immer das große Problem. Wer hat die Erfahrung, in welcher Komposition? Zu sagen, ich gebe Oregano da hinein oder Weißdorn oder ich weiß nicht was alles oder einen Hefemetaboliten. Das ist es nicht, sondern es muss dieses Orchester wieder sein, das spielt, und dieses Orchester wird für mein Katzenbaby ein anderes sein als für eine Fischnachzucht, als für mein Kalb und vielleicht auch für mein Menschenbaby. Das heißt, heutzutage, denke ich, werden wir diese Micronutrients immer mehr in den Vordergrund rücken. Ich habe nur die große Angst, dass das wieder zu diesen, wie soll man sagen, Modemedizin wird. Nicht nur Modemedizin wird, sondern zu dieser Quacksalberei, die wir aus dem Mixed-Alter kennen. Ich habe eine Flasche und die hilft gegen alles. Nein, das wird es nicht sein. Sondern man kann halt von außen nicht beurteilen. Man kann halt von außen schwer beurteilen, wenn viele Anbieter sind, wie viel Empirie steckt hinter welchem Produkt. Genau, das ist das Problem. Kann man Mikronährstoffe überdosieren? Wie sollten Sie? Nein, gibt keine Negative. Es ist derzeit, Sie müssen mal bedenken, wenn Sie über pflanzliche Medizin sprechen, dann haben Sie natürlicherweise immer wieder mal die Dinge im Kopf, die wir dort verwenden, Tollkirsche zum Beispiel. Das sind ja alles Dinge, die in absoluten Mikromengen eingesetzt werden und auch keine Tollkirsche dabei ist. Aber die Frage ist immer und immer und immer wieder die gleiche. Wenn ich etwas einsetze, das im Prinzip natürlich ist, warum sollte es negative Folgen haben? Und gerade mit Mikronährstoffen werden natürlicherweise keinerlei Giftpflanzen verwendet. Keinerlei Pflanzen verwendet, die in irgendeiner Art und Weise auch nur den Verdacht haben, dass sie irgendetwas wie Toxine enthalten können. Wenn Sie die Metaboliten sehen, diese Hefemetaboliten, die wir haben, alles das ist ja etwas, das vollkommen natürlich überall vorkommt. Nein, überdosieren können Sie das nicht. Nichtsdestotrotz, aus Kostengründen, würde ich es nicht kilogrammweise essen. Aber ich müsste doch, und das ist ja im Zeitalter des Klimawandels auch ein ganz großes Thema, unsere Tiere müssen doch eine deutlich bessere CO2-Bilanz bekommen durch die Zufütterung von Mikronährstoffen. Gibt es da schon Zahlen, wo man sagen kann,
10% ja, weniger beim Rind? Da müssen Sie dann mit dem Herrn Hoffmann selber sprechen. Es gibt also derzeit eine Arbeit, die direkt aus der Schweiz gemacht worden ist, wo man sich also angeschaut hat, da gibt es ein Programm zum Beispiel für Kälberfütterung, wo man also dann gezeigt hat, wie gut die CO2-Bilanz bei dieser Art der Fütterung ist. Und da geht es um den Kohlenstoffabdruck, über den wir jetzt noch stundenlang reden könnten, der eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit ist. Ob Sie Klimaleugner sind oder nicht, Tatsache ist, dass wir eine Erhöhung unserer CO2-Spannung sehen und dass wir annehmen müssen, dass ein Teil davon zumindest menschengemacht ist. So, und jetzt müssen wir versuchen, so weit wie möglich herunterzukommen. Aber ohne den Spaß am Leben dabei zu verlieren. Das ist sowieso eine der Situationen, die mir immer ein bisschen hinaufkommen, wenn wir versuchen, alles über Verbote zu machen. Was wollte ich damit sagen? Aber lassen Sie mich noch ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie über CO2-Bilanzen sprechen, dann müssen Sie immer mal überlegen, dass unsere Herbivoren und im Endeffekt zählen auch ihre Fische dazu, ja etwas durchaus Positives für diese Energiebilanz machen. Wir verwenden einen Stoff, der in Unmengen auf dieser Welt vorkommt und für die menschliche Totalernährung nicht wirklich geeignet ist. Wir können alles, was Zellulose ist und Hemicellulose ist, nur mit Hilfe von Bakterien verarbeiten. Also wir haben keine enzymatische Möglichkeit, das zu verarbeiten. Das müssen Bakterien für uns machen. Das ist aber der Stoff, der am meisten auf dieser Welt vorkommt. Damit Zellulose und Hemicellulose entsteht, brauchen wir aber Methan und CO2. Das heißt, indem wir Herbivoren halten, egal ob unter Wasser oder über Wasser, sind wir eigentlich die einzigen, die Möglichkeit haben, CO2 aus dieser Atmosphäre wieder herauszuziehen und zu nutzen. Das höre ich jetzt das heißt, zum ersten Mal. Überlegen Sie sich eines. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von Professor Mittlöhn aus Kalifornien, der gesagt hat, wir haben eine Badewanne. Und diese Badewanne wird mit CO2 gefüllt. Und wir haben da einen Stöpsel gehabt, der war offen. Und solange das Ganze ohne menschlichen Einfluss war, ist da CO2 hineingeflossen in diese Badewanne und aus diesem Abfluss wieder hinausgeflossen, weil wir ja das gebraucht haben für die Photosynthese. Und damit ist diese Badewanne eigentlich immer gleich geblieben. Jetzt haben wir das Problem, dass der Abfluss noch immer gleich groß ist oder vielleicht sogar kleiner geworden ist, weil wir Flächen betonieren, weil wir Flächenfraß haben, weil wir Wälder roden. Wir haben weniger. Wir haben ja auch das Problem teilweise über die Verschmutzung der Meere, dass wir weniger Algen haben. Und damit weniger Nutzung von CO2. Und jetzt plötzlich beginnt diese Badewanne sich immer mehr zu füllen. Und irgendwann wird sie überlaufen. Wenn Sie ein Auto fahren, auch wenn es elektrisch ist, werden Sie dieses CO2 immer mehr anfüllen, aber nichts herausnehmen. Das heißt, die einzigen, die da unten anziehen, sind irgendwelche Organismen oder Lebewesen, die von pflanzlichen Produkten leben können. Und die sie aber so effizient umsetzen können, dass sie damit auch 8 Milliarden Menschen ernähren. Und das ist das, was mich immer wieder stört an der ganzen Diskussion. Wir müssen die ganze Welt vegan machen. Dann werden wir ein Riesenproblem haben, nämlich dass wir wieder eine absolute Teilung haben in Arm und Reich, in Leute, die sich entwickeln können, die sich nicht entwickeln können. Und das ist etwas, was mir zutiefst widerstrebt. Dass wir aufgerufen sind, alles zu tun, um unsere CO2-Bilanz, unsere Methanbilanz, unsere Stickoxidbilanz zu reduzieren, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist zu leicht zu sagen, ja, und wir in der Landwirtschaft, wir sind nur für 8% verantwortlich und wir in der Rindviehhaltung sind nur für 4%. Oder die Fischindustrie ist nur für 2%. Vollkommen egal. Und die anderen haben ja 25%, die sollen. Nein, nicht die sollen. Jeder von uns muss. Und wenn wir es schaffen, unsere CO2-Bilanz und in der Landwirtschaft schaffen wir das und da gibt es dann wirklich schon die Zahlen und tatsächlich, Herr Hoffmann, ich glaube, es sind 18% oder wie viel waren es? In dieser Studie aus der Schweiz, wo wir die CO2... Sechsmal weniger. Also sechsmal weniger CO2-Ausstoß als in einer, und dann, mit Mikronährstoffen als ohne Mikronährstoffe. Jetzt für die Kälberaufzucht in dem Fall. Dann tun wir tatsächlich etwas.
Jetzt sind unsere Kälber wiederum nur 0,2 oder 0,4% des CO2-Abdrucks von Rindern. Wurscht. Wir haben etwas getan und jeder von uns ist aufgerufen, den ersten Schritt zu machen. Wir müssen hoffen, dass die anderen auch den ersten Schritt machen. Aber wenn wir immer auf die anderen warten, haben wir im Endeffekt das Problem, dass wir alle nicht mehr leben können. Das heißt, für meine Begriffe ist einer der entscheidenden Punkte, über die wir immer nachdenken müssen, Reduktion des CO2-Abdrucks. Egal, was die anderen machen, wir machen es und wir sollten es machen. Micronutrients sind tatsächlich jetzt auch nachgewiesenermaßen fähig, diesen CO2-Abdruck zumindest zu mindern. Ich will nicht sagen, dass wir ihn abnehmen. Jetzt hat das gerade ein Zuschauer gesehen, hat sich entschlossen, okay, das überzeugt mich jetzt. Kauft sich eine Tüte Condition Number 1, 2, 3. Wie lange dauert es, bis der Effekt eintritt? Bis er sichtbar ist? Bis er im Fisch ankommt? Bis die Tight Junctions besser funktionieren? Sie haben das ja aus Ihren eigenen Versuchen gesehen. Ich sage 4 bis 6 Wochen, aber es variiert stark. Es gibt Systeme, die reagieren extrem schnell und es gibt Systeme, die reagieren langsam. Überlegen Sie sich, mein Riesenmikrobiom Pansen und mein Riesenmikrobiom Dünndarm, das muss erstmal reagieren in einer Kuh. Dort, wo die Situationen kürzer sind, dort wird es sicherlich schneller reagieren. Also ich nehme an, dass bei einer Katze, bei einem Hund, wir viel, viel schneller die Effekte sehen, als wenn wir an unsere Wiederkäuer denken und an langlebige Fische zum Beispiel. Also langsam. Das ist kein Lichtschalter, den wir einschalten und ausschalten, sondern das ist eine Systemänderung. Und denken Sie jetzt an unsere berühmte Energiewende. Wir werden hoffentlich eines Tages ohne fossile Brennstoffe auskommen. Aber das ist nicht, wie sich mancher vorgestellt hat, wir schalten das um und die Sache ist vorbei. Sondern das ist ein Transformationsprozess, der unwahrscheinlich lang in Anspruch nimmt. Und mit unseren Micronutrients werden wir nicht unwahrscheinlich lang brauchen. Aber wir werden nicht eine Schalterwirkung sehen. Und dann immer wieder dieser Aufruf, wenn Sie Micronutrients einsetzen, dann müssen Sie ihnen auch die Chance geben, dass sie ein Ergebnis sehen. Und sie müssen sich selber auch einen Zeitrahmen setzen. Das heißt, wenn Sie diese Micronutrients aus der Ration herausnehmen, werden Sie nicht morgen eine Veränderung sehen. Aber wenn Sie in einem Jahr zurücksehen, dann werden Sie sehen, dass es vor einem Jahr besser war. Also wir sprechen wirklich in Zeiträumen von Monaten und Jahren, weil das wäre meine nächste so Frage gewesen. So ist immer wieder. Ich setze ab, dann wirkt das natürlich noch nach, weil das Darmmikrobiom, wie ich das heute gelernt habe, das verändert sich ja auch nicht von heute auf morgen. Nein. Aber das stellt sich dann über das neue Futter, stellt sich das wieder um. Und. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen diese Spielchen, einschalten, ausschalten, weil Sie sagen, ich habe einen Nachhalleffekt. Was passiert jetzt? Ihr Mikrobiom ist nicht stabil. Sondern Ihr Mikrobiom beginnt dadurch zu schwanken. Das heißt, Ihr entscheidender Punkt ist, wenn ich es drinnen habe und wenn ich meinen Erfolg gesehen habe, dann lassen Sie es drinnen. Und sagen Sie nicht, naja, jetzt probiere ich einmal aus, was passiert, wenn nicht. Weil Sie diese Schwankungen einbringen und Sie haben eben zuerst gesagt, das, was Sie gerne hätten, ist diese schöne Oberfläche, durch die Sie durchsehen, wo auch noch die Luftblasen oben schwimmen. Kann man theoretisch, wenn jetzt jemand sagen würde, er besorgt sich die Mikronährstoffe, kauft sich das billigste Karpfenfutter, wo die Makronährstoffe sich einigermaßen an dem orientieren, was die Wissenschaft weiß, kann man dann aus dem billigen, in Anführungszeichen minderwertigen Grundfutter ein hochwertiges Hochleistungsfutter machen? Warum funktioniert das nicht? Weil darüber werden jetzt wahrscheinlich durch das Gesagte wird der ein oder andere nachdenken. Das Problem ist immer wiederum die Qualität. Nehmen Sie ein Beispiel. Könnten Sie einen Golf, ein Benziner, mit Treibstoff von einem Formel-1-Auto fahren? Nein. Er würde schon ein paar Meter fahren. Aber dann wäre die Sache kaputt. Würden Sie den Treibstoff eines VW-Golfs in ein Formel-1-Auto geben, würde das auch fahren. Aber garantiert nicht mit der Performance, die Sie haben wollen. Und das ist immer wieder dieses Problem. Im Englischen, garbage in, garbage out. Mist rein, Mist raus. Das heißt, auch ein guter Spruch. In dem Moment, wo ich ein hochwertiges Futter verwende, kann ich mir auch eine hochwertige Antwort erwarten. Aus Mist Gold zu machen, das haben nur die Alchemisten versucht. Versucht.
Also ich brauche die Rohstoffqualität, ich brauche die Rohstoffzusammensetzung und als Topping, wie man so schön sagt, genau, die Mikronährstoffe. Und dann ist es perfekt. Aber jeder der drei Bausteine ist gleich wichtig. Und ich denke mir, der Versuch, es genau umgekehrt zu denken und nicht in der Reihenfolge, wie Sie gesagt haben, Qualität der Grundstoffe, Qualität der Zusammensetzung plus Mikronährstoffe ergibt das tolle Ergebnis. Es ist nicht Mikronährstoffe durchschnittlich ergibt ein tolles Ergebnis, nur weil da oben Mikronährstoffe steht. Also die Mikronährstoffe sind nicht die Möglichkeit, etwas, das nicht von hoher Qualität ist, in eine Form zu bringen, dass es jetzt Top-Qualität hat. Die Mikronährstoffe können mir aber helfen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen da einen Fehler gemacht habe, dass dieser Fehler nicht gar so dramatisch sich auswirkt. Das muss man schon sehen. Also die Qualität der Grundstoffe ist natürlicherweise das Wichtigste. Herr Dr. Neumeier, ich bin erschlagen. Zum einen, weil ich mich jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe kein Gefühl, ob wir jetzt eine Stunde oder zwei geredet haben. Das war so voll mit Wissen und hat auch in so vielerlei Hinsicht genau das unterstrichen, was wir empirisch in den letzten 12 Jahren, wo wir mit Hokobit zusammengearbeitet haben, erfahren haben. Konishi, Black Label, die alten Hasen kennen es noch, war das erste Käufer, was wir mit Mikronährstoffen auf den Markt gebracht haben. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht mal, als ich Hoffmann kennengelernt habe, dass die sowas wie Mikronährstoffe haben. Wir haben einfach ein Futter aus Japan hier nachbauen lassen. Und nach 1-2 Jahren kam Alex auf mich zu und sagt, wir haben da Mikronährstoffe für die Aquakultur, wir packen das da jetzt mal rein. Und dann kamen Kunden auf mich zu, die ältere Fische hatten 55 Zentimeter groß, mit 53 Zentimeter Jahre davor gekauft und plötzlich füttern die Mikronährstoffe. Da sind Ergebnisse rausgekommen, wie in einem Jahr sind die plötzlich dann auf 65, 70 Zentimeter gewachsen. Und das ist nicht nur ein Beispiel, sondern plötzlich haben sich diese Beobachtung gehäuft und dann, der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen, habe ich mich natürlich zusammen mit Alex und seinem Vater, haben wir uns verstärkt darum bemüht und interessiert in eigenen Forschungsarbeiten, natürlich auch versucht, belastbare Ergebnisse zu liefern. Aber alles, was Sie gerade sagen, muss ich sagen, habe ich am eigenen Leib verspürt. Unsere Anlage ist seit 12 Jahren komplett antibiotikafrei. Wir haben nie wieder Medikamente eingesetzt. Hat natürlich nicht nur mit den Mikronährstoffen zu tun, hat auch was damit zu tun, dass wir nur mit einem Züchter zusammenarbeiten, dass wir also nur sehr wenig Fremdbakterien oder Fremdkeime in unsere Anlage reinlassen. Aber wenn ich meine Wasserqualität sehe, die Gesundheit der Fische, wenn ich auch sehe, wie viel einfacher mittlerweile die Koi an Kunden abzugeben sind, weil da ist ja gerade im aquatischen Leben auch immer wieder dieser Gewöhnungseffekt von dem einen Bestand zu dem anderen. Wie vertragen die sich? Und ich muss sagen, es ist alles um Welten besser geworden. Und so wie Sie sagen, würde auch ich nie wieder ein Tier ohne Mikronährstoffe ernähren. Also das ist schon für mich sowas wie der heilige Gral. Herr Dr. Neumeier, wir werden hoffentlich noch viel Kontakt haben. Und das hat mich jetzt auch gerade wirklich angefixt, jetzt an der Empirie weiterzuarbeiten, mehr Daten zu sammeln und auch nochmal in ganz andere Bereiche reinzuschauen. Ich möchte mich herzlich bedanken und weiter. Ich danke Ihnen für die Zeit und für die Möglichkeit, einmal das Ding aus einem bisschen anderen Blickwinkel zu sehen. Mir hat der Blickwinkel sehr gut gefallen. Macht es gut. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.